Ja, ich bin's wieder, Kizuna Hara, hier mit meinem Let's Play von Goodbye Deponia. And again, call me stupid. Es ist kein Wunder, dass es nicht klappt. Jesus fucking Christ. Also, nochmal. Und diesmal mache ich's richtig. Es ist erstaunlich, dass der im Becher so viel Platz für so viel Platz ist. So. Einmal. Dann hier rein. Nochmal den Kaffee hier verschütten. Klopp. Der arme Kleine. So, jetzt aber. Sein Kaffee ist er wirklich. Plöpp. So. So muss das sein. Jesus. Der kommt gar nicht mehr hinterher, der arme kleine Fratz. So, jetzt aber. Ich könnte schwören, dass die Tür vorhin woanders hingeführt hat. Da hat der Innenarchitekt offenbar Mist gebaut. Jesus. Na endlich. Kaffee-Junkie. Ich bin ein Genie. Und ein Junkie. Hier bist du. Was treibst du denn bloß? Ich hab Sightseeing. Du wolltest das Überwachungsvideo aus unserer Kabine löschen, das dich ohne Kostüm zeigt, richtig? Was? Nein. Du brauchst mir solche Sachen nicht zu verheimlichen. Egal, was du ausgefressen hast. Wir sind jetzt ein Team. Echt jetzt? Dann darfst du also auch wissen, dass ich meine Fußnägel über deine Müsli geschnitten habe? Okay. Darüber sprechen wir noch. Lass uns jetzt erstmal schauen, wie wir an unsere Videodaten kommen. Ja, gute Idee. Hier wimmelt es bestimmt nur so von Sicherheitssystemen. War ich das? Es ist nicht so gut, ne? Der Alarm ist noch nicht ausgelöst worden. Wahrscheinlich sind wir sicher, solange du nicht an den Terminals herumspielst. Und was mache ich jetzt? Versuch, die Kameras abzulenken. Vielleicht kann ich so unbemerkt an ein Terminal gelangen. Na, das sollte doch kein Problem sein. Die Kameras lieben mich. Ich bin ja auch der fotogenere von uns beiden. Aha, ich glaube, ich kann die Kameras ablenken. Offenbar können sie sich nur im 45-Grad-Winkel bewegen. Wenn du an der Wand entlangläufst, folgen sie dir. Ein Klacks für mich. Ich muss zuerst zu dem Terminal da links. Sag Bescheid, wenn du den Weg freigemacht hast. Okidoki. Okay. Sogar noch mit der Disco-Musik. Jetzt wird's funky. Rufus muss die Kameras ablenken. Wenn er dicht an ihnen vorbeigeht, kann er goalfreie Bahn verschaffen. Dabei kann Rufus immer nur die direkte angrenzenden Felder betreten. Sprich Goal an, sobald der Weg zum markierten Terminal frei ist. Okay. Okay, das sind also die hier. Nö. Nö. Okay, verstanden habe ich das also doch noch nicht. Blech. Hm.
wenn er dicht vorbeigeht. So. Also, Gold muss zuerst an den, zu dem hier. Nö. 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 Okay, irgendwie ist das doch komplizierter, als ich denke. Dachte, bla. Okay, das ist schon mal. Ah, dann muss wahrscheinlich hier das irgendwie frei sein. Nö. So, aber was mache ich denn hier mit der Kamera? Die ist ja auch noch da. Oder ist das egal? Paul, jetzt! Aber dann laufe ich doch mitten in die Kamera. Oh, stimmt. Okay, Also die Bar muss auch frei werden. Nur wie? Ach komm, gib mir diesen Scheiß-Tipp. Auch dann noch bewegen, während Goal schon am Laufen ist. Hä? Auf einmal reagierst du, du dummes Scheißding! Ich glaub's ja nicht. Die ganze Zeit hat er nichts gesagt und jetzt auf einmal. Fick dich doch, du Scheißkamera. Fick dich. Paul, jetzt. Boah, ich glaub's ja nicht. Okay. Jetzt aber. Jetzt müsste es doch laufen.
Jetzt muss ich nur die eine da wegbewegen. Laufe ich doch mitten in die Kamera. Oh, stimmt. Entschuldigung. Was redest du da? Du kannst doch jetzt! Jesus fucking Christ! Welt um sich herum zu ignorieren. Reden wir von derselben Welt, Argus? Von der, die sie sprengen wollen? Touché, Cletus. Ich muss mich aber schon wundern, woher dieser Sinnungswandel kommt. Ich stecke halt voller Überraschungen. Wie ein Zirkuspferdchen. Zu schade, dass wir dafür keine Zeit mehr haben. Schaff das Mädchen auf die Brücke. Nein? Fräulein Goal, wenn Sie so freundlich wären. Ja doch. Goal! Dir wird schon was einfallen. Ach nee. Und was machen wir mit diesem hier? Wird nicht länger gebraucht. Beseitigen. Ich glaube, der meinte das im übertragenen Sinne. Bewegung, Sie kommen jetzt mit. Warten Sie doch. Hier wird nicht verhandelt. Aber steht mir denn kein letzter Wunsch zu? Ich weiß, das wird mir noch leid tun. Schön, worum geht's denn? Letzte Zigarette, letzter Kaffee, Geld. Kaffee? Einen letzten Kaffee. Dagegen ist wohl nichts einzuwenden. Sie haben Ihren letzten Wunsch verschüttet, Sie Trottel. Sie... In Stresssituationen geht doch nichts über eine gute Tasse Kaffee.
Brava, Robo. Brava, Robo. Das hast du gut gemacht. Ich möchte nicht gestört werden, verstanden? Aus keinem Grund? Von niemandem. Jawohl, Herr Amtmann. Mit Ausnahme des Interrogators natürlich. Wo bleibt der eigentlich? Der Interrogator ist angefragt und auf dem Weg, Herr Amtmann. Das will ich hoffen. Wenn ich das Verhör schon wieder alleine führen muss, werde ich wirklich ungemütlich. Dann können Sie ja schon einmal auslosen, wer die Brücke anschließend wieder sauber macht. Der Beamte wird nicht lange außer Gefecht sein. Ich mach mal besser ein bisschen Galli. Okay. Ach du Scheiße! Zertrümmert ihre Augenböden! Still, du übergeschnappte Hohlbirne! Wir müssen leise sein. Warum klebst du mir überhaupt dauernd am Fuß? Rufus gehört mir, verstanden? Zerstecht ihm die Bauchdecke! Reißt ihm die Nasenflügel ab! Obwohl ich zugeben muss, dass es deinen Anregungen nicht an einer gewissen Kreativität mangelt. Cletus und Donner? Wie zum Donner kommen die denn hierher? Oh, der Witz. Sollte lieber mal abtauchen. Ja. Verstecken. Wo kann ich mich denn gut verstecken? Gutes Versteck, dein scheiß Ernst. Sehr gut. Das sollte als Versteck ausreichen. Aber erst mal raus aus diesem elenden Fummel. Und jetzt nichts wie in Deckung. Gut. Da sind sie ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe Ihnen etwas Dringendes mitzuteilen. Ich bin der echte Cletus. Der andere war nur ein Betrüger. Okay. Sie werden sich also nicht mehr dagegen wehren, mit mir mitzukommen? Ganz im Gegenteil. Ich bestehe sogar darauf. Na dann, vorwärts. Mit dem größten Vergnügen. Das war eine Falle. Und er ist genau da reingefallen. Ach, Cletus, du armes Würstchen. Na, das ist ja mal eine quirlige Entwicklung. Jetzt wirst du sterben. Das klappt ja wie am Schnürchen. Jetzt? Nee, oder? Wow, eine Pritsche. Wirklich originell. Wollen Sie eine Beschwerde vorbringen, Fräulein Goal? Meine Nase juckt etwas. Aber Fräulein Goal, wollen Sie mit dem Gejammer nicht warten, bis Sie einen echten Grund dafür haben? Sie hat eine Nase. Ach, der Interrogator. Endlich. Lassen Sie uns alleine, Brückenwart. Jawohl, Herr Amtmann. Was? Was? Wie? Wo? Hä? Lassen Sie mich gehen, Argus. Wissen Sie eigentlich, wie viele unschuldige Menschenleben hier auf dem Spiel stehen? Ist Ihnen das vollkommen egal? Haben Sie denn kein Gewissen? Ganz im Gegenteil, meine Liebe. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Rufus? Oder, nein, Cletus? Wer... Weder noch. Gestatten? Argus, die rechte Hand von Oberkontrollrat Ulysses. Sie kennen doch Herrn Ulysses, nicht wahr? Und wie mir scheint, wissen Sie sogar, dass er das eigentliche Monster in dieser Veranstaltung ist. Jahrelang habe ich still dabei gesessen und zugesehen, wie die Ausrottung eines ganzen Volkes geplant und vorbereitet wurde. Nur um einigen Privilegierten ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich darf wohl sagen... Ich kenne Ulysses besser als jeder andere. Ich weiß, wie er denkt. Ich bin der Einzige, der diesem Wahnsinn ein Ende bereiten kann. Alles, was ich noch dazu brauche, sind die Aufstiegscodes. Aber dann stehen wir auf derselben Seite. Warum haben Sie Rufus und mich nicht gewähren lassen? Rufus, wenn ich dieses Wort schon höre. Ich werde die Rettung von 11.000 Seelen doch nicht diesem tollpatschigen Möchtegern überlassen. 11.000 Menschen. So viel. Rufus hat mich immerhin gerettet. Ist das ein Witz? Wie ich das sehe, hat dieser Rufus ihn die ganze Zeit über nur Ungemach bereitet. Er will ihnen nicht helfen. Er benutzt sie nur, um aus seinem elendigen Dasein herauszukommen. Aber... Gehen Sie mit mir, Goal. Ich werde Sie als Ihr Verlobter nach Elysium begleiten. Sie wissen, ich kann mir die Aufstiegscodes auch ohne Ihre Zustimmung nehmen. Aber ich weiß, dass Sie ein cleveres Mädchen sind. Sie wissen, dass Sie in mir die perfekte Wahl für diese Mission vor sich haben. Ich kann nicht. Warum nicht? Weil... Warum? Ich muss irgendwas tun. Wenn ich doch nur wüsste, wozu diese ganzen Knöpfe gut sind. Ach Mann, was soll ich tun? Jesus. Den Größten zuerst? Das ist nicht der Größte! Hey, stopp! Was? Nein, 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 nein!
das nicht. Ich will das nicht. Den da. Hey! Willst du? Was tun die da? Das bin nicht ich. Das ist die Maschine. Sie spinnt. Nein, 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 nein. Ach, komm schon. Ah, weißt du, ich kann auf mir wird angezeigt, dass es über mich klicken kann, aber hä? Hä? Nein, lass das. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Please. So, jetzt nochmal. Der Kleinste. Oh, was? Nein, 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 nein. Aus, aus, aus. Aufhören, habe ich gesagt. Rufus, hör auf damit! Ich will keinen neuen Knopf drücken! Der Runde, please! Das, wie wird mir denn? Fräulein Goal, hören Sie mich! Sie haben eine Überdosis Sodium-Amytal injiziert bekommen. Sie müssen jetzt bei mir bleiben. Hören Sie? Bleiben Sie bei mir! Nein. Was? Warum nicht? Weil... Goal! Weil ich Rufus liebe. Nein! Stopp! Goal! Goal, das wollte ich nicht! Diesen nichtnutzigen Tischmülleimer aus den Augen! Werft ihn von Bord! Sofort! Was hab ich getan? Goal! Was hab ich getan? Hinsichtlich Goals Tods und dem Verlust der Codes seien hier die Bonmots aus Minimum beschränkt. Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß, wie der Koloss von Schrotters. Logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus ins Bodenlose fiel und ihm sein Leben wie ein Spiel für immer am Auge vorbeilief, ein grauer Trauermarsch. Und da wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schloss aus, Game Over und alles im Arsch. Osa und alles im Arsch! Also das Tutorial. Ich hab Goal umgebracht. Oh, Jin. Da ist die super Toilette. Ich hab Goal umgebracht. Scheiße. Komm, töte mich! Okay. Genugtuung. Dafür, dass ich so scheiße bin. Okay. Ja, gut. Was jetzt? So. Kann ich irgendwie hier raus oder? Na. What? Es ist ja. What the fuck? Was war das? Merkwürdige Bodenplatte. Okay. Okay. Ich bin in der Hölle gelandet. Ich bin wortwörtlich in der Hölle gelandet.
Aber guckt euch das an, das muss die Hölle sein. Hm. Eigentlich hatte ich gehofft, dass es, dass mehr Strandpartys stattfinden, so warm es wie es hier ist. Und dass der Teufel im Hawaii-Hemd mir eine Pina Colada ausgibt. Das... naja, habe ich aber auch verdient. Habe ich aber auch verdient. Ich Arschloch. Was bist du? Okay. Zurück. Okay. Ich kann aber auch zurück. Ein Stromumkehrer. Jesus! Okay, das hat's getan. Okay. Well. Oh. Au! 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 Ach, so läuft das ab. Okay. Okay. Wenn man mal bedenkt, das sind die ganzen Foltermethoden. Verstehe. Ah, jetzt ist auf einmal die Anleitung da. Natürlich. Na prima, Rufus ist tot und in der Hölle gelandet. Nee. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist mit Hilfe der Sicherung die Reihenfolge der Demontagestationen zu verändern, sodass er in einem Stück am Ende des Fließbandes ankommt. Aber was das jetzt noch bringen soll? Okay. Well, willkommen in Silent Hill, würde ich sagen. Der Laser kann Rufus nicht nur zersägen, sondern auch wieder zusammenschweißen, wenn er eine feste Konsistenz hat. Wenn man mal so bedenkt. Also, was haben wir hier? Der Baseballschläger. Der verprügelt ihn ja nur einfach. Der hier... noch Dings? Der Scheiß zerteilt ihn ja, der friert ihn ein und das ist ein Laser. Na gut. Dann... dann müssen wir mal gucken. Also. Der Baseballschläger verdrischt ihn ja einmal einfach nur. Zack. Boom. Der kuckelt ihn an. Das ist ein Brenner. Der zersägt ihn. Der friert ihn ein und der lasert ihn. Wobei Laser dann aber auch laut dem Tipp ihn auch zusammenschweißen kann, wenn er eine feste Konsistenz hat. Das heißt, er müsste einmal zerteilt werden. Ups.
Ach so. Okay. Dann ist er jetzt einmal. Dann wird er einmal gesägt. Er braucht eine feste Konsistenz. Wenn er zersägt ist, ist er ja noch fest. Was passiert, wenn er ein Dings? Der brennt ja. Was bringt das hier eigentlich? Ja, ja, säuf mal eine Runde. Lass mal gucken. Aua. I think I get the plan. Okay. Keine gute Idee. Alles klar. Aber dann wird er zum... Okay. Wenn er verkokelt, wird er dann auch zum... Wird er zu Häufchen Asche. Dann... Also das mit dem Sägen. Wie sieht's denn damit aus? Dann theoretisch wird er einmal zersägt. Dann in dieser Form eingefroren. Und wenn das passiert, was dann hier, wenn er gedingst wird? Wenn dann noch Feuer drauf kommt. Ja, wird mal zersägt. So eingefroren. Er wird... Moment. Okay, da scheine ich einmal bei Chemie nicht aufgepasst zu haben, weil... Und täglich grüßt das Murmeltier. Was war das bitte für eine Reaktion? Das muss ich mir, glaube ich, nochmal angucken. Es sah so aus, als ob er zu Stein wurde. Da scheine ich echt bei Chemie nicht aufgepasst zu haben. Oder wir hatten das Thema nicht. I have no idea. I actually have really no idea. Das muss ich mir angucken. Das gucke ich mir jetzt auch direkt an. Ihr braucht es mir also nicht in die Kommentare zu schreiben. So. Also ich bin tot, ich bin in der Hölle. Goal ist auch tot. Weil ich sie umgebracht habe. Ich tölpel. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Egal, ob positiv oder negativ, wird immer gern gesehen. Ciao. See ya, guys. Ich geh mich erhängen.